Es geht um zwei Weltmeister, die beim ZDF einen tollen Job als Experten machen. Christoph Kramer und Per Mertesacker. Sie sind zu Gast in der aktuellen Folge unseres Phrasenmäher-Podcasts mit Henning Feind. Wie immer sehr unterhaltsam, informativ. Wenn Sie da bei Spotify reinschauen, werden Sie auch zwei Folgen mit Marcel Reif sehen, die ebenso hörenswert sind. Aber jetzt wollen wir den beiden mal zuhören. Spannend ist, dass viele offenbar davon ausgehen, dass die beiden privat gar nicht so gut miteinander sind. Und damit räumen sie jetzt an der Stelle auf, erklären aber auch, warum man vielleicht den Eindruck haben könnte. Weißt du, woran das liegt? Weißt du, das denken total viele Leute. Ist das der böse Blick oder was? Ja, dein Blick ist Blick, das. Meiner mein ist das nicht. Das ist dein Blick, weil du mich immer anguckst. Du hast ja immer nur auch nur. Jetzt hast du mal einen anderen Gesichtsausdruck. Du hast ja auf Sendung einen Gesichtsausdruck, den ziehst du gnadenlos 5,5 Stunden durch. Und der sieht halt immer so aus nach dem Motto: Was laberst du? Deswegen ist das so. Niklas, wir mögen uns. Also ich mag Per 10 von 10. 10 von 10? Ja, ich weiß auch nicht, was da so. Ne? Also ja, du bist gesichtstechnisch dann passiert. Ich glaube, die Schmerzen, das ist ja, das ist ja trotzdem, wenn man mal gefühlt mal böse blickt, heißt das ja noch lange nicht, ob man sich mag oder nicht. Nee, aber ich merke schon manchmal, da guckst du mich wirklich an, da haben sie dir wieder jegliche Mimik aus dem Gesicht geschminkt. Hat schon mal jemand aus der Familie zu dir gesagt, guck nicht immer den Chris so böse an? Nee, gar nicht. Ja, weil die dich wahrscheinlich so kennen. Die kennen mich so. Meine Mutter hat auch gesagt, der guckt dich aber immer an. Aber wirklich, das ist wirklich nur dann in der Sendung und dann hinterher gibt es auch keine bösen Blicke mehr. Der böse Blick, Herr Reif, beherrschen Sie den auch? Geben Sie mir einen gegenüber, wo ich den für angemessen halte, müsste ich es schon hinkriegen. Nein, das ist auch, und wenn Sie denn auch ein Rollenspiel mittlerweile gefunden haben, machen Sie es nicht aufgesetzt. Also das nervt nicht. Es gibt so manchmal so eine Rollenspielchen, die dann irgendwann mal sich totlaufen, finde ich. Ich fand diesen Eindruck, den konnte ich total nachvollziehen, oder wie Christoph Kramer das erzählt. Du guckst mich manchmal an, Per, so nach dem Motto, was erzählt er da jetzt gerade wieder? So wirkt, weil Mertesacker auch außen sitzt und immer so ein bisschen zurückgelehnt und von oben runter aufgrund seiner Körpergröße kann er nichts für. Da kann er nichts für. Und er ist auch ein völlig anderer Typ als Kramer. Kramer ist einer, der kann seine Emotionen, die reinigt er nicht erstmal, sondern das geht raus. Und das ist ja fröhlich und erfrischend, deswegen hört man den beiden ja gern zu. Und Mertesacker sitzt da, wenn er noch die Brille aufsetzt, dann sitzt er so da wie so wirklich der Oberlehrer schlechthin. Aber ist er gar nicht. Der ist ja nicht kein arroganter, alles andere als das. Also da haben sich zwei gefunden und das ist doch immer schön. Wenn alle gleich sind, dann warum brauchst du dann zwei? Fragst du dich da manchmal. Gefällt Ihnen selbst die Formulierung? Ja, warum wenn zwei gleich, warum dann zwei? Aber die zwei sind so unterschiedlich in ihrem Ding, sodass das einen unterhaltsamen Mehrwert schafft. Und ich glaube, mehr sollten Experten nicht tun. Sie sollten dir ein paar Dinge erklären. Und wenn es dann auch noch Spaß macht, und das macht Spaß, ihnen zuzugucken, hat das ZDF mal nicht alles falsch gemacht. Aber sie haben was falsch gemacht beim ZDF, denn die beiden erzählen auch im Phrasenmäher übers Catering. Und da bin ich gespannt, was Marcel Reif anschließend über seine ZDF oder Sky oder Premiere-Zeiten erzählen kann, wo es denn wirklich am leckersten ist. Nochmal Kramer und Mertesacker. Da habe ich auch gesagt, also ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber das Catering beim ZDF, das ist ein Wahnsinn. Ne? Also da müssen wir auch nochmal ran. Dann also wahnsinnig schlecht. Ja, da müssen wir mal richtig ran. Wir haben jetzt, zum Glück haben wir Thorsten, der sitzt da vorne, bester Mann. Da kriegen wir immer, wir haben so eine geile Lasagneria haben wir gefunden und so, ne? Wo wir wirklich auch gutes Essen bekommen. Aber jetzt beim ZDF bei den Spielen, weißt du noch, als wir da in Lyon waren, mit der Mikrowelle? Ja, also, ich weiß. ZDF auch, ne? Also wir beide. Was haben wir dann gemacht? Ja, wir sind dann ins Stadion gegangen, haben uns Pommes und Burger geholt. Also wir wollen das ZDF, ne? Wir können das ZDF nur loben und das ist unser Sender und wirklich alles top-class und wir fühlen uns auch wirklich mega wohl. Also ich mich zumindest, ich kann da glaube ich wieder für uns beide sprechen. Aber zurück zum Ursprung, Catering beim ZDF müssen wir noch ran, aber sind wir auch dran. Also wir probieren ja auch, das ZDF verbessert uns, aber wir probieren ja auch, das ZDF zu verbessern. Das ist ja jetzt nicht nur eine,
Ein geben und nehmen. Was gibt's denn da zum Beispiel? Also ist das dann so Kartoffelpüree mit Fischstäbchen? Ja, das wäre geil. Was gibt's? Ja, also was ich kann nicht sagen, was in diesen Pär, du hast Beuteln waren. Was in diesen Boxen war. Was war denn da drin? Da irgendwie muss man sich in die Mikrowelle reinstecken. Und, ja. Und dann ist das explodiert und so. Und dann hast du gedacht, nee, das war gar nichts. Jo, also man will sich gegenseitig besser machen. Wie hat es sich kulinarisch damals so in den 80er, 90ern beim ZDF verhalten? Da war mein Chef, mein alter und lieber Freund Dieter Körten. Und der hat mir beigebracht, am Tag vor dem Spiel und auch am Tag des Spiels. Nur ein fröhlicher Zeisig kann schön pfeifen. Von daher, wir gehen heute Abend erstmal, bevor wir die Dreier- und Viererkette diskutieren, weil ich wollte dann immer eifrig, müssen wir, ja, das ist dann morgen. Heute Abend gehen wir jetzt erstmal anständig essen. Ich habe auch schon einen Sponsor gefunden. So war die Formulierung. Und selbst am Tag des Spiels haben wir uns, ich erinnere mich, WM 90, Deutschland spielt gegen England, Dieter kommentiert und ich war sein Assistent. Und wir mittags in Turin über dem Po in einem wunderschönen Restaurant für den Reporter unverantwortlich viel, für den Assistenten gerade noch machbar, Rebensaft und angemessene Speisen. Also da konnte ich mich nie beklagen. Im Gegenteil, da habe ich eher gelernt, wie wichtig das ist, dass man wirklich sich wohlfühlt, gut gegessen, gespeist, fröhlich ist und dann kann die Dreierkette kommen. So. Danach später habe ich immer für mich selber dafür gesorgt. Wenn das Catering so war, dass es nicht geht, dann am Abend vorher lernt man die Gegend kennen, unterhält sich mit Kellnern, dann erfährt man sowieso, Taxifahrern erfährt man sowieso viel mehr als dann am nächsten Tag vom Sportdirektor des Gegners. Also das gehört dazu, ich verstehe die beiden. ZDF, siehst du? Das wird den beiden wahrscheinlich helfen, diesen Ausschnitt auch nochmal beim ZDF zu präsentieren. Übrigens, wir wissen jetzt, was es gab mal Zeiten, da war das ZDF die Spitze des Eisbergs, was im positiven Sinne. Im positiven, was gutes Catering angeht. Dann gab es eine Szene, die während der Europameisterschaft viel diskutiert wurde, die sich im ZDF abgespielt hatte. Auch Kramer und Mertesacker waren da in gewisser Weise beteiligt, weil Moderator Breyer während einer dieser Expertenrunden die beiden ansprach und sagte: Spielermaterial, weil ihr beide den Begriff öfter verwendet. Ich weiß, das wird bei einigen Fans zu Hause kritisch gesehen, weil Menschen kein Material sind. Vielleicht sagen wir einfach in Zukunft Kader oder das Spielerpotenzial. Kramer und Mertesacker reagierten da etwas verblüfft und haben jetzt im Phrasenmäher-Podcast dazu nochmal Stellung bezogen. Ich muss sagen, mir hat in der ganzen Diskussion ein bisschen, Jochen tat mir ein bisschen leid, weil er als Moderator ja auf sowas aufmerksam machen muss. Also er muss ja alle Meinungen, die es irgendwie in Deutschland gibt, zur Sprache kommen lassen und uns darauf aufmerksam machen. Was wir daraus machen, bleibt ja uns überlassen. Wir leben im Jahr 2024. Manche Menschen gucken ein bisschen kritischer auf unsere Sprache, manche ein bisschen weniger. Ich will ja auch keinem auf den Schlips treten. Ich kannte das gar nicht, dass es darüber eine Diskussion gibt. Und ich dachte, der Jochen will einen Witz vorbereiten. Ich habe das gar nicht verstanden. Also ich habe das gar nicht verstanden. Also für mich ist das alles, ich mache mir da auch nicht so viele Gedanken drüber. Also wer sich bei Spielermaterial angegriffen fühlt, ja, dem kann ich leider auch nicht mehr helfen. Ich bin auch Spieler. Wenn einer zu mir Spielermaterial sagt, dann denke ich, ja nicht so, scheiße, ich bin Mensch, ne? Also bitte. Ja. Wie gesagt, wenn ich damit irgendwen angreife, dann tut es mir leid. Aber ich glaube, wir sollten nochmal die Kirche im Dorf lassen. Wir waren relativ ruhig, also ne, auch danach. Wir haben einfach weitergemacht. Klar war es dann so, auch für Jochen, dann auch Social Media reagiert dann auch relativ zügig. Und dann kommt erstmal so eine Welle, weißt du, so eine Welle, die erstmal bricht. Und dann ist alles vogelwild. Aber im Endeffekt auch jetzt, 3-4 Tage hinterher, ist das schön alles ausgelaufen. Und, aber er hat es auch gut gemacht. Ja, er hat es auch gut gemacht. Und dann, wenn das auch diskutiert wird unter den Spielern, das ist ja ne, Diskussion, Debatte, auch mal anderer Meinung sein, das war absolut da. Und das war für uns sowieso normal. Und wenn er uns dann einen Hinweis gibt, super, können wir uns überlegen, ob wir es ändern oder nicht. Ja, fertig ist, Geschichte auserzählt. Ja, kann man sich überlegen, ob wir es ändern oder nicht. Der Begriff Spielermaterial, etwas, wo Sie sich dran stören? Was will ich damit zeigen? Sturm im Wassergläschen. Ist das eine schöne Formulierung? Ich finde nicht. Taugt sie für einen Shitstorm
im Wasserglas ja und im Social-Media-Bereich offensichtlich ja. Muss man daraus eine große Nummer machen? Nein. Sprache ist sowas Schönes. Gibt es schönere Worte als Spielermaterial? Ganz sicher. Lohnt es sich manchmal zu überlegen, gibt es noch einen schöneren Begriff? Ja. Wenn man aber, wenn es einem geläufig ist und gängig ist und jemand macht einen darauf aufmerksam, muss man dann völlig zusammenbrechen? Nein. So wie die beiden damit umgegangen sind, so wie Jochen Bayer damit umgegangen ist, mehr ist es nicht. Mir gefällt der Ausdruck nicht. Ich würde andere benutzen, aber das gilt für so viele Dinge. In diesen Zeiten so Luftkampf, kommt mir einer ums Eck und erzählt mir beim Kopfballduell Luftkampf. Da sage ich, ach, weißt du, da ist die Welt, weiß nicht, verorte ich woanders. Kommt doch woanders her, im Übrigen so ein Begriff. Mach doch nicht, mach doch was anderes. Aber Sie tolerieren trotzdem, wenn jemand bei Luftkampf auch bleibt, weil er einfach ganz klar... Nee, da würde ich sagen, denk doch nochmal nach drüber. Und wenn der dann sagt, weiß ich nicht was, dann sage ich, na gut, okay, dann hast du es nicht verstanden, was ich meine. Dann bin ich vielleicht auch zu empfindlich. Aber nochmal, die deutsche Sprache ist so schön, hat so viele Facetten, so viele Möglichkeiten. Und wenn es eine bessere gibt, warum soll man dann nicht eine bessere? Und wenn für mich Luftkampf falsch besetzt ist und Material, ich so beim Mensch, wenn ich an Menschen denke, ich verstehe, was Kramer sagt, hör auf, verpackt mich gar nicht. Ist doch völlig in Ordnung. Aber ich sage, nee, da ist Kader und das, was wir so an Möglichkeiten haben, ist doch schöner. Ich kenne da auch nicht, weil ich finde, deutsche Sprache braucht für mich keine Mittelpunkte, keine Strichelchen und Pünktchen. Also nochmal, jeder für sich. Nur wir sollten nie aufhören, eine bessere Formulierung anzustreben, wenn es sie denn gibt. Dafür ist mir Sprache zu wichtig. Ich würde jetzt mit einem klassischen Auf Wiedersehen und Auf Wiederhören enden. Unstrittig. Unstrittig. Unstrittig ist auch mein Dank an Sie, dass Sie wieder hier waren, Herr Reif. Und unser Dank an Sie alle, dass Sie dabei gewesen sind, sei es vor dem Bildschirm, vor dem Handy oder aber ausschließlich über die Kopfhörer vielleicht beim Podcast. Das war Reifes Live heute. Wir sind sehr gespannt, was die deutsche Mannschaft morgen gegen die Dänen macht. Wir hoffen sehr, dass das Turnier auch aus deutscher Sicht weitergeht. Und vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, Herr Reif, dass wir ein Halbfinale haben mit Österreich, mit der Schweiz und mit Deutschland. Und wenn da die Franzosen als Vierter dabei sind, sind sie herzlich willkommen. Und dann kriegen sie eine gezogen und dann machen wir den Rest wieder unter. Ja, warum nicht? Okay, heiterer und fröhlicher und optimistischer geht es heute mehr. Einmal kurz das war jetzt Halbfinale vorgeschaut. Alles Gute, genießen Sie das Spiel. Viel Glück Deutschland gegen Dänemark.